Also mein Name ist Dirk. Ich habe mir in 2016 nach 4,5 Jahren Aufschieben mein Burnout erlaubt und habe durch diesen Burnout die Möglichkeit gekriegt, mein Leben mal komplett neu zu definieren, zu bewerten. Das heißt, ich war 10 Wochen in der vollstationären Klinik und 22 Wochen in der teilstationären Klinik und habe da Sachen kennengelernt, die in meinem alten Leben als Unternehmer überhaupt nicht existent waren. Achtsamkeit, Qigong, Meditation, Körpertherapie, Tanztherapie, und war total beeindruckt davon erstmal und habe relativ früh auch begriffen in der Klinik, schon nach 4 Wochen, dass ich in einen Tunnel geraten war über 20 Jahre, in einen Job als Geschäftsführer, als Unternehmer, den ich mir nie bewusst ausgesucht hätte, sondern wo ich so reingerutscht bin. Und habe das dann eigentlich als Anlass genommen, um mich mehr mit mir zu beschäftigen. Habe mir einen Timeout, einen langen erstmal gegönnt, um wirklich mal zu erfahren, wer ich bin. Und auf dem Weg bin ich dann oder sind mir verschiedenste Methoden über den Weg gelaufen. Das heißt, den richtigen Start hatte ich eigentlich mit der Hypnose, nicht mit Gesprächstherapie, Psychoanalyse, da bin ich 0 Schritte weitergekommen, sondern über die Hypnose bin ich wirklich über meinen Körper erstmal in Themen reingekommen. Das hat sich dann fortgesetzt mit Somatic Experiencing, mit NAM-Methode und diversen anderen Dingen und ich war auf einmal sehr wissbegierig. Habe mir sehr viele Dinge angeguckt, die es gibt, in Form von Weiterbildung, in Form von Fortbildung. So Focusing war dabei, Arbeit mit dem inneren Team. Und habe auch auf YouTube viel rumgeschaut und unter anderem dich, Jörg, deinen Kanal gefunden, der mich sehr inspiriert hat. Also fand ich sehr interessant. Und der hat mich dann motiviert. Ich hatte das Verlangen, dich mal persönlich kennenzulernen, weswegen ich Ende 2019 beim Holotropenatmen in Hamm bei dir war. Das ist also so mein Ausgangspunkt eigentlich. Und dann hast du, ich weiß gar nicht mehr, in 21 diese Ausbildung angeboten und da war mein Bauchgefühl sofort, ich möchte an dieser Ausbildung teilnehmen. Und meine Intention ist auch, ich weiß noch nicht, ob ich Therapeut werde, aber wenn ich eins begriffen habe, ist das, als Therapeut sollte man einen großen Methodenfundus haben, weil man muss sich ans Individuum ausrichten und kann nicht sagen, die Methode passt, wie jetzt zum Beispiel eine Gesprächstherapie. Und deswegen bin ich da sehr interessiert, was solche Dinge angeht. Und das war auch einer der Gründe, weswegen ich mich beworben habe für die Ausbildung. Also das hypnagoge Atmen, was wir in diesen 3 Kursblöcken hier erlebt haben, im Vergleich zum Holotropenatmen, habe ich als wesentlich sanfter und tiefgehender auch empfunden. Bei dem Holotropenatmen ist sehr viel Hyperventilation, also in Sympathikus reingehen. Und hier entscheidet eigentlich beim Hypnagogenatmen, so wie ich es erlebt habe, bei mir, aber auch bei den anderen Kursteilnehmern, entscheidet eigentlich das System, also der Körper, was gerade angesagt ist. Und das ist ein ziemlicher Unterschied für mich gewesen von der Wahrnehmung. Die Ausbildung hatte ja 2 Facetten. Die eine Facette ist der Lernende, also wirklich Stoffvermittlung, wie leite ich solche Formen der prozessorientierten Therapiearbeit an, nutze das hypnagogische Atmen. Aber natürlich, wie bei allen Weiterbildungen im psychologischen Umfeld, kommt man um die Selbsterfahrung nicht umhin. Und diese Selbsterfahrungen waren sehr, sehr intensiv bei mir. Insbesondere der zweite Block, sind bei mir so viele Dinge aufgegangen, das heißt körperlicher Natur, Glaubenssätze, Muster von mir, Bilder gekommen, so viel wie ich schon lange nicht mehr hatte. Für diese ganze Zahl von Bildern, die ich allein im zweiten Block hatte, habe ich bestimmt ein Jahr vorher mit verschiedenen Methoden gearbeitet. Und als Herr Jörg dann die Feedbackrunde am ersten Block abgefragt hat, wie wir das sehen, war meine spontane Entgegnung: Das war die geilste Woche meines Lebens und da stehe ich auch zu. Da ist unheimlich viel passiert. Dazu muss man wissen, am vorletzten Tag, wie gesagt, viele Dinge passiert. Wir sind in dem Seminarraum und der Jörg will mir was erklären, holt so eine russische Matroschka raus und sie rutscht ihm aus der Hand, fällt auf den Boden und direkt vor mir sind alle Puppen auseinander und der Kern liegt vor mir. Und genau so hat sich das für mich auch angefühlt. Gut, Jörg hat das dann noch kommentiert mit: Du wolltest ja Hardcore. Hätte er nicht sagen müssen, aber ansonsten entspricht das dem schon. Und im Nachgang ist mir nochmal so klar geworden, in der Reflexion gerade des zweiten Blocks, wo der Unterschied ist. Und zwar der Unterschied ist, wenn man in Settings reingeht, in Therapien, will jeder Therapeut in der Regel wissen, was ist das Thema, was ist sein Anliegen. Und hier gab es eben 2 Settings. Also wenn man Übungsgruppen gemacht hat, hat man an einem Thema mit dem Klienten hier gearbeitet, in dem transpersonalen Bereich. Aber man hatte auch die Möglichkeit, sie sozusagen einfach auf den Teppich zu legen und
der Seele die Möglichkeit zu verschaffen, das rauszubringen, was sie gerade auf der Agenda hat. Und das war eine ganz neue Erkenntnis für mich, wirklich. Weil das Problem ist, wenn man so kognitiv gesteuert ist, wie ich es bin, zugegebenermaßen, man engt sich gleich ein, wenn man in eine Therapie geht und sagt, das ist genau mein Thema. Und deswegen sind so viele Dinge bei mir hochgekommen. Das ist also meine Sicht auf die Dinge. Und aus Sicht des Schulungsteilnehmers wurde vom Jörg sehr, sehr viel Wissen vermittelt. Teilweise angesprochen, wo man nacharbeiten kann. Ich hatte mich in den letzten 5 Jahren auch mit vielen Themen schon beschäftigt. Sei es die Polyvagaltheorie, sei es Spiralneuronen, andere Dinge und die für mich auch vernetzt. Und das hat der Jörg in der Gänze auch nochmal vermittelt und vieles mehr Themen, mit denen ich mich noch nie beschäftigt hatte, wie Mythologie, sehr spannende Themen, wo ich auch noch weiter in die Tiefe einsteigen werde. Und das, was ich sehr positiv empfunden habe, ist, dass der Jörg immer sehr individuell auf die Teilnehmer auch eingegangen ist. Also das Motto war Störung am Vorrang. Wenn irgendwas passiert ist, hatte das einen entsprechenden Vorrang vor dem fachlichen Stoff und wurde von ihm erstmal bearbeitet und zwar in einer sehr authentischen, wertungsfreien Form und Art und Weise. Und daraus konnten wir dann auch wieder viel lernen, weil dann in Form einer Demo sozusagen auch ein Einzel stattgefunden hat und man sehen konnte, wie Jörg verschiedene Methoden zu einem Thema flexibel kombiniert, was mich auch nochmal bestärkt hat, dass es wichtig ist, wenn ich als Therapeut arbeiten will, ich muss einen Fundus haben an Methoden und ich muss einigermaßen bei mir aufgeräumt haben. Aktuell, wo wir dieses Interview drehen, bin ich bei den Intensivtagen beim Jörg, in der Nachbearbeitung sozusagen, was in den transpersonalen Räumen passiert ist. Und mir ist sehr viel klar geworden in der Summe. Während des Hypnagogenatmens sind Themen hochgekommen, was mit mir als 3-Jähriger war, was mit mir als 6-Jähriger war. Und das hat sich hier jetzt gestern insbesondere alles nochmal verdichtet. Das heißt, ich habe wirklich verstanden, warum mein Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass es auch so laufen musste. Dass das von klein auf so angelegt war, weil in meinem frühesten Kindheit meine Bedürfnisse nicht befriedigt waren, keiner für mich da war, der Rest eigentlich logische Folgen waren. Das verändert nochmal mein Weltbild, wo es eigentlich darum ging, ich muss ein bisschen gucken, wo habe ich Probleme, welche Muster habe ich, um die in die Wahrnehmung zu kriegen, hin zu Verständnis für mich selbst zu haben und damit weiterzugehen. Mhm.